Verehrte Gäste, es freut mich, dass wir heute Abend hier sein dürfen in der Klosterschür. Wir, damit meine ich auch all die Kollegen, die jetzt hier aus dem Landkreis Lörrach, Breisgau Hochschwarzwald haben uns eigentlich gesehen und aus dem Landkreis Waldshut-Tiengau kommen. Das Schulamt hat versucht, vor etwa einem halben Jahr einen hochkarätigen Redner zu finden, der dieses nicht ganz einfache Thema Wohlbefinden und Glück, Schulglück, zusammenbringen kann. Und diesen Menschen gibt es, er kommt aus Kassel, das ist der Olaf Axelbohrer. Ich habe ihn kennengelernt auf einer Veranstaltung in Karlsruhe, dort sprach er auch zu diesem Thema. Und es stellte sich heraus, dass da eigentlich ganz, ganz viel mit Dingen, die wir aus unserer Fortbildungsreihe importieren und auch in die Schulen versuchen zu bringen, wo Töschingen eine große und wichtige Rolle spielt, dass diese Dinge hier sehr, sehr viel mit Stärken entdecken, mit Potenzialentfaltung, aber auch mit Gesundheit zu tun haben und letztlich mit Wohlbefinden. Wohlbefinden korreliert ganz, ganz stark mit Spitzenleistung. Wer sich in seinem Element fühlt, leistet unglaublich alles. Wie diese Dinge zusammenhängen, wird der Olaf Buro gleich erläutern. Wir hatten heute Nachmittag schon eine Veranstaltung für Lehrer und für Fortbildner der ganzen Raumschaft. Das waren etwa 90 Personen. Das heißt, diese Dinge werden transportiert und kommen auch in den Kollegien und in den Schulen an. Und es gibt da Schulen auch, die sich da ganz weit vorauswagen und auch versuchen, die Ideen, die der Herr Buro gleich skizziert, sind auch Ideen, die sind nicht grundlegend neu. Viele Ideen, die sind schon lange transportiert, beispielsweise in der positiven Psychologie. Da achtet man drauf, was braucht es, um auch in Beziehung zu treten mit den jungen Menschen, und was braucht es da an strukturellen Voraussetzungen, an Schulen, an Ausstattung, aber auch an sowas wie eine Vision. Wo wollen wir hin? Und wo wollen wir stehen? 2030 beispielsweise. Diese Antwort beantwortet Ihnen, auf diese Antwort geben Ihnen auch einige Bücher, die wir dort hinten in der Auslage haben. Die haben wir mitgebracht, weil wir denken, es lohnt sich da auf jeden Fall einen Blick reinzuwerfen. Alles Weitere wird der Axel erklären. Wir werden eine kleine Pause machen, 10 Minuten, 15 Minuten maximal. Und dann vielleicht auch noch Fragen, wenn da sind, kommen Sie auf uns zu. Zum Schluss möchte ich ganz herzlich danken dem Hauptsponsor dieses Abends. Zum einen ist es das Land Baden-Württemberg, aber das hätten wir mit unseren bescheideneren Mitteln nicht so geschafft. Die große Unterstützung kam durch die Volksbank Ruhr-Töschingen zustande, die also einen ganz deutlichen Anteil auch dieser beiden Vorträge mitfinanziert. Das macht uns ziemlich froh. Dann können wir uns auch etwas entspannter zurücklehnen, müssen keine Eintrittsgelder nehmen. Und aus diesem Grund herzlichen Dank. Ich sehe jetzt keinen Vertreter der Stadt oder der Volksbank. Bitte reichen Sie es weiter. Vielleicht kommt es auch in der Presse nochmal. Ich freue mich sehr, dass die dieses Engagement, diese Ich danke auch allen der Stadt, die es uns ermöglichen, dass wir heute Abend hier sein dürfen. Steffen, vielleicht trägst du das weiter. Ich begrüße auch die Kollegen anderer Schulen. Ich habe ein, zwei Kollegen gesehen, auch andere Schulen. Und bitte tauschen Sie sich heute Abend aus, sprechen Sie auch den Herrn Buro an. Ich denke, viele dieser Dinge sind diskussionswürdig. Und ich freue mich auch ganz besonders, dass wir noch aufzeichnen können. Wir werden die Sachen als auch zur Verfügung stellen. Auch diese PowerPoint, die er zeigt, steht zur Verfügung. Wir werden da das Medium wahrscheinlich über Schulamt oder über den YouTube-Kanal, heißt das bei euch so? Ja, YouTube-Channel. Der Töschinger Schule für jeden zur Verfügung stellen, zumindest auf begrenzte Zeit. Also, Axel, genug der Worte, du bist dran. Vielen Dank. Ja, guten Tag, Olaf Axelbohrer. Danke für die freundliche Einladung und für die netten Worte zu Anfang. Ich komme ursprünglich aus Berlin, war dort Lehrer an einer grundspäter Gesamtschule. Damals gab es Verhältnisse, wie sie dann unter dem Namen Rütli-Schule bundesweit bekannt waren,
in Berlin-Neukölln im sozialen Brennpunkt. Und das hat mich dazu geführt, darüber nachzudenken, wie kann man Lehren, Lernen anders gestalten. Wir haben damals mit Verfahren der Gestalttherapie, Gestaltpädagogik gearbeitet. Da haben Lehrer und Lehrerinnen an 24 Wochenend-Workshops, also Freitag 16 Uhr bis Sonntag 18 Uhr selbst bezahlt, 24 Wochenend-Workshops, 43 Wochen über 3 Jahre, gearbeitet, um sozusagen herauszubekommen, mit welchen Mustern sie mit sich selbst und anderen umgehen. Und das war, wenn ich das aus heutiger Sicht sehe, eine Art Burnout-Prophylaxe. Damals gab es den Begriff noch nicht so prominent. Und die große Frage war, was verändert sich, wenn Leute so intensiv sich mit sich selbst und mit ihren Mustern auseinandersetzen? Es ist schon so, dass die hinterher mehr wissen, wie sie mit anderen kommunizieren, dass sie sozusagen ihre Muster erkennen. Aber wenn sich in dem System nichts ändert, also ich meine in der Schule, dann fallen die ganz schnell wieder zurück in ihre alten Muster, weil die Anmutungsqualität der Traditionsschule bestimmte Verhaltensweisen nahegelegt. Und das hat mich dann dazu geführt, zu überlegen, wie kann man ganze Schulen weiterentwickeln. Ich habe dann in den 90er Jahren Robert Jung kennengelernt, einen der Begründer der Zukunftsforschung. Da gibt es heute noch ein YouTube-Video von 1992, wo ich ihn dazu interviewt habe. Da hatte ich noch längere Haare. Und die hat jetzt meine Tochter. Jedenfalls habe ich da diese Zukunftswerkstatt kennengelernt. Und aus dieser Verbindung Konzepte der humanistischen Psychologie, der humanistischen Pädagogik und der Zukunftsmoderation haben wir dann ein Verfahren der Schulentwicklungsverfahren entwickelt. Und im Rahmen dieser ganzen Geschichte ist mir auch klar geworden, dass ein entscheidendes Problem sozusagen derzeitiger Schulen ist, dass sie eine zu starke Fehlerverfolgungskultur hat und eine zu geringe Wertschätzungskultur. Das betrifft übrigens nicht nur Schulen, das betrifft auch Unternehmen, Mitarbeiterführung, überall. Wir brauchen sozusagen mehr eine stärkere Wertschätzungskultur, und das hat dann eben dazu geführt, dass wir so einen Ansatz entwickelt haben, positive Pädagogik. Der Georg hat ja bereits darauf hingewiesen, man kann das in einer Reihe von Büchern mit unterschiedlichen Akzenten nachlesen. Ich werde jetzt hier einen gewissen Überblick geben, allerdings werde ich nicht nur vortragen, sondern die Gelegenheit, wenn so viele unterschiedliche interessante Menschen zusammen sind, dann sollten Sie auch die Möglichkeit haben zu einem kleinen Austausch, und deswegen habe ich eine kleine Zumutung. Mir würde es reichen, wenn Ihnen bei meinem Vortrag ein einziger Gedanke einleuchtet. Das wäre ein voller Erfolg. Und wenn Sie diesen Gedanken nachher auf einen Satzstreifen oder einen runden Kreis schreiben, dann würden wir damit hinterher noch etwas machen und mal gucken, was hier die Weisheit der vielen, die hier in diesem Raum versammelt ist, aus diesem Vortrag nimmt. Der Vortrag wird 2 Teile haben, so etwa gegen 20 Uhr, machen wir eine Viertelstunde Pause und dann gibt es einen 2. Teil. Okay, ja, wenn Sie jetzt an die Entwicklung Ihrer Schule, vielleicht die Schule, wo Ihre Kinder gehen, oder wer eben an der Schule ist, wenn Sie daran denken, was wäre das wichtigste Ziel? Wenn Sie daran denken, die machen jetzt einen Entwicklungsprozess, sagen wir mal 7 Jahre, und in 7 Jahren sollte man sagen, das ist aber richtig eine tolle Schule, da gehe ich gerne hin, da lohnt es sich. Was wäre das Wichtigste, was da entwickelt werden müsste? Tauschen Sie sich mal kurz mit Ihren Nachbarn aus, wenn Sie dich nicht kennen, stellen Sie sich kurz vor und dann mache ich weiter. Also was wäre das wichtigste Ziel bei der Entwicklung Ihrer Schule, Ihrer Bildungseinrichtung? Kurzer Austausch.
Gut, kommen Sie bitte zum Schluss. Kurze Frage, hat jemand so ein Ziel? Könnte jemand ein Ziel nennen? Sie schauen so fröhlich. Ertappt. Dass die Kinder sich wohlfühlen, dass sie sich angenommen fühlen. Wer hat noch was? Das ist eine echte Zunge. Sie kommen zum Vortrag und jetzt hören Sie was. Selbstständig denken. Die Kinder sollen selbstständig denken, ja? Wer hat noch was? Gut, ich will Sie jetzt nicht foltern. Der erste Lehrstuhlinhaber der Pädagogik, Ernst Christian Trapp, der formulierte 1780 in Halle: Erziehung ist Bildung des Menschen zur Glückseligkeit. Und das war um 1780 ein Thema, das nicht nur in der Erziehung war, es ist in die amerikanische Verfassung eingegangen, The Pursuit of Happiness, also das Glück als Staatsziel. Und ich fahre im Januar, glaube ich, nach Dubai. Und Dubai hat ein Glücksministerium gegründet. Und die Vorsitzende Ministerin ist eine Frau in Dubai, unglaublicherweise. Also natürlich fürs Glück zuständig. Und die haben sich als Staatsziel genommen, das glücklichste Land der Welt zu werden. Also Glück. Aber wenn man an Schule denkt, dann denkt man ja nicht unbedingt an Glück. Und wir haben dann mal untersucht, wie ist es eigentlich gekommen, dass das Glück aus der Schule verschwunden ist. Ich bringe mal... Die Hirnforschung sagt uns, Lernen ist ein mit Lust besetztes Grundbedürfnis des Menschen. Man kann gar nicht verhindern, dass man lernt. Wir lernen ständig. Wie kommt es, dass viele Kinder, wenn sie in eine Einrichtung kommen, die für die Befriedigung ihrer Lust gemacht ist, also ich meine in eine Lustanstalt, also in die Schule, wie kommt es, dass da viele nicht Lust, sondern Frust bekommen, unter Überlastungsdepressionen leiden und so weiter? Wir wissen, dass auch bis zu 29% der Lehrer unter Überlastung leiden. Also muss irgendwas an der Art und Weise, wie wir uns seit 200 Jahren angewöhnt haben, Schule zu machen, schiefgelaufen sein. Da waren wir schon mal weiter, wenn man zum Beispiel Campbell zitiert. Der hat 1832 gesagt, du bist nicht Seele allein, du hast auch Körper und deine Seele ist nicht bloß Verstand, sie ist auch Herz, nicht bloß Erkenntniskraft, sondern auch Empfindungsvermögen. Und der wichtigste Satz, der bis heute gilt, die Glückseligkeit wird verringert in dem Maße, in dem die Bildung vereinseitigt wird. Und das ist exakt die Situation, die wir im Gefolge der internationalen Schulleistungsvergleichsstudien haben. Wir sind total fixiert auf den Output. Wir fragen uns aber gar nicht, also was passiert mit den Kindern, wie sinnvoll ist das zum Teil. Jetzt haben Sie ja gerade wieder die neue Igloo-Studie gehört, jetzt wird wahrscheinlich über die Schulen wieder ein Leistungsdruck kommen und so weiter. Aber die eigentliche Frage, wozu machen wir die ganze Veranstaltung, die wird wenig berücksichtigt. Und wenn Sie, ich bin ja Erziehungswissenschaftler, wenn Sie in Fachbücher der Erziehungswissenschaft schauen, da werden Sie kaum so etwas wie Glück finden, ein schlecht operationalisierbarer Begriff, der nur von unseriösen Persönlichkeiten, wie zum Beispiel Herrn von Hirschhausen, in Fernsehshows benutzt wird, da allerdings mit großem Erfolg. Und dabei zeigt uns die Glücksforschung, und zwar ausgerechnet die ökonomische Glücksforschung, ETH Zürich, Bruno Frey, die machen seit 20, 30 Jahren Glücks-Survey, also überprüfen, was für Wirkungen sozusagen Emotionen haben. Und die stellen dann eben fest, glückliche Menschen sind gesünder, haben bessere Beziehungen, verdienen mehr, sind kreativer, lernen schneller und arbeiten besser mit anderen zusammen. Das heißt also, die Denunziation der Kuschelpädagogik, die wir ja kennen, ist völlig daneben. Denn wenn sie sich nicht wohlfühlen, wenn Kinder sich nicht wohlfühlen, wenn sie nicht in einer angenehmen Atmosphäre sind und Stress haben, und zu viele Kinder haben Stress, dann sind die Frontallappen blockiert, das wird Ihnen jeder Hirnforscher zeigen, und die lernen gar nichts. Das heißt, Lernen braucht Herausforderung, aber es braucht auch eine angenehme Atmosphäre. Und wenn man dann weiterguckt in die Glücksforschung, woher kommen Glücksforscher? Natürlich aus Kalifornien, because it never rains in Southern California.
Sonja Lobominski, die traf ich beim Coca-Cola Happiness Institut in Berlin. In der Tat, es gibt ein Coca-Cola Happiness Institut, da hat natürlich auch Herr Hirschhausen seine Pinguin-Story gebracht. Aber die Sonja Lobominski, die bringt als Fazit ihrer jahrzehntelangen Studien, Menschen sind nicht glücklich, weil sie erfolgreich sind, sondern sie sind erfolgreich, weil sie glücklich sind. Also wenn wir für gute Lernbedingungen sorgen wollen, dann müssen wir dafür sorgen, dass die Schule ein Ort des Wohlbehagens ist und ein Ort, wo man sozusagen auch sich gesund entwickeln kann. Jetzt gucken wir uns mal an, was sind denn überhaupt Ziele von Schulentwicklung, sinnvolle Ziele von Schulentwicklung? In letzter Zeit werden wir ja ständig mit Nachrichten zum Thema Chancengerechtigkeit gefoltert. Und das Thema ist leider etwas deprimierend, denn trotz allen riesenhaften Bemühungen, Schulentwicklungsverfahren, allen möglichen, sind wir schlechter geworden. In den 80er Jahren sozialdemokratische Bildungsoffensive hatten Kinder aus unteren sozialen Schichten eine sehr viel bessere Möglichkeit, höhere Bildungsziele zu erreichen. Im Zuge der neoliberalen Wende, 90er Jahre, ist das zurückgefahren worden und jetzt sind wir nochmal schlechter. Jetzt ist natürlich die Frage, ist Chancengerechtigkeit überhaupt wirklich durch die Schule zu erreichen? Denn wenn Kinder in Städten wie Berlin, wenn bis zu 30% der Kinder auf Hartz-IV-Niveau starten, dann ist natürlich die Frage, ob Schule gesellschaftliche Ungleichheit ausgleichen kann. Das war immer die Illusion der Pädagogen. Das geht aber nur durch politische Interventionen. Ohne Verteilungsgerechtigkeit gibt es keine Chancengerechtigkeit, sagt der Elitenforscher Hartmann von der Uni Darmstadt. Die zweite Ebene ist Exzellenz oder anspruchsvolle Leistung. Wir schaffen etwa 10% eines Jahrgangs an die PISA-Spitze. Singapur schafft 26%. Das heißt nicht, dass Singapur ein besseres Schulsystem hat, aber sie nutzen offensichtlich die Lernchancen mehr aus und da gibt es natürlich einen Schuldigen, das sind Sie hier, die Eltern. In Asien haben wir eine extrem hohe Leistungsmotivation anscheinend. Aber das hat natürlich auf der Umkehr auch große Probleme. Wir haben zum Beispiel in Südkorea hohe Schüler-Selbstmordzahlen und so weiter, einen totalen Stress, ein totales Konkurrenzsystem. Der Punkt, der für uns interessant ist, in dieser Frage, uns nicht damit zu vergleichen, aber was diese Zahlen sagen, ist, dass wir das Potenzial, das wir haben, nicht ausnutzen. Also bei uns könnten sehr viel mehr Schüler gut oder spitze sein. Und jetzt ist ja bei diesem IGLU-Test letzte Woche wieder rausgekommen, dass bis zu 20% der Kinder, insbesondere die aus benachteiligten sozialen Schichten, das Niveau nicht erreichen oder nicht mal das niedrigste Niveau erreichen. Und daran hat sich in den letzten Jahren sehr wenig geändert. Und das heißt, wir müssten, und das sagen alle Untersuchungen, wir müssen massiv in die Frühförderung investieren. Das Prognos-Institut hat festgestellt, die beste Investition, die man machen kann, nämlich mit einer Rendite von 17%, ist die Investition in frühkindliche Bildung. Das meiste ist bis 6 Jahren gelaufen. Alles, was man danach macht, wird teuer und hat nicht so viel Effizienz, wie wenn man früher einsetzt. Ja, und das dritte ist Wellbeing als Ziel. Und das ist nur der Punkt, da können Sie sofort was machen. Wenn Sie eine gute Schulkultur haben wollen, wenn Sie ein gutes Schulklima haben wollen, wenn Sie ein gutes Klima in der Klasse haben, da können Sie sofort dran arbeiten. Und der Witz bei der Geschichte ist, wenn Sie ein besseres Klima haben, dann haben Sie auch bessere Leistungen und wahrscheinlich auch gewisse Einflüsse in Richtung mehr Chancengleichheit. Also wäre das ein entscheidender Ansatzpunkt. Aber gute Schule funktioniert nur und gesunde Schule, wenn es auch den Lehrern gut geht. Und denen geht es jedenfalls zu großen Teilen nicht so gut. Untersuchungen zeigen, Lehrer sind durchschnittlich doppelt so hoch belastet wie die Beschäftigten. Ganz im Gegenteil zur öffentlichen Wahrnehmung. Man denkt ja immer, diese Halbtagstäter mittags auf dem Tennisplatz und dann ist alles ganz locker. Die übersehen, dass in den letzten Jahren auf die Schulen eine Vielzahl von Anforderungen gekommen ist, von Inklusion, Leistungsvergleichsstudien, sie sollen ein Digitalisierungskonzept machen, sie sollen eigenständige Schule machen, sie sollen Binnendifferenzierung machen, sie sollen die Flüchtlinge integrieren und so weiter und so weiter. Also die Belastung auf der Schule ist massiv gestiegen
Und das zeigt sich dann auch in unseren Untersuchungen. Ich mache seit 12 Jahren mit Hans-Günter Wolf von der Deutschen Akademie für pädagogische Führung in Dortmund zweimal im Jahr eine Zukunftswerkstatt mit jeweils 120 Schulleitern zur Frage Abbau von Belastung. Und in der ersten Phase machen die eine Diagnose und skizzieren, was belastet uns. Und da kommen dann solche Abbildungen raus, die versucht hier alles unter einen Hut zu kriegen, Verwaltung, Konzepte, Statistik, Kollegen und so weiter, aber zu wenig Zeit, Zeitmanagement. Und ich habe es heute Morgen schon gefragt, was heißt denn überhaupt Schule, Skola? Weiß es jemand? Griechisch? Skola? Ja? Ah, unser Experte. Das ist der kompetente Kollege von der innovativen Alemannenschule Butterschinken, der natürlich auch griechisch kompetent ist. Skola heißt Muße. Wer würde von uns bei Schule an Muße denken? Also wenn ich meine ältere Tochter, die gerade Abi macht, betrachte, die fühlt sich nur noch gehetzt. Ja, die macht bis nachts um zwei hängt die rum, irgendwelche Referate zu machen, neulich ätherische Öle, irgendwie 12-Seiten-Referate und die wird dann nochmal mit elterlicher Power aufgeblasen, sodass die Lehrer dann immer sehr beeindruckt sind, was da alles läuft. Aber was die nicht mitkriegen, ist, was wir an Nebenarbeit leisten müssen ständig. Also jedenfalls, die Lehrer haben hier totales Zeitmanagement-Probleme. Dadurch entstehen auch völlig illusionäre Vorstellungen, was sozusagen passiert. Jetzt ist der Witz, wenn man sich guckt, wie sind die Belastungen verteilt. Die sind sehr unterschiedlich verteilt. Und wenn man hier mal guckt, Lehrer an der Sonderschule, also 0 heißt gering belastet, 5 heißt extrem belastet. Lehrer an der Sonderschule sind am höchsten belastet. Wen wundert es? Allerdings gibt es hier Riesenunterschiede. Das ist der Durchschnitt. Es gibt aber welche, die sind extrem belastet und welche, die sind relativ wenig belastet. Woran liegt der Unterschied? Der Unterschied liegt an individuellen Verarbeitungsmechanismen. Es gibt eben einfach Leute, die sind stresstolerant, die sehen sowas als eine Herausforderung, die sagen, oh toll, hier kann ich mal zeigen, was ich kann. Und dann gibt es eben andere, die sind schon ganz schnell genervt und die haben vielleicht den falschen Beruf ergriffen. Aber das hilft ihnen nichts, da sie ja Beamte sind und dieses Beamtenstatus gibt so schnell keiner auf. Also die haben hier ein Problem. Wenn wir jetzt weiter gucken, das sind die Lehrer, die Schulleiter angucken, das ist die frohe Botschaft, Schulleiter sind weniger belastet. Also Schulleiter werden ist noch eine Möglichkeit. Wir überlegen uns, woran liegt es? Entweder sind besonders starke Typen werden Schulleiter oder sie kriegen einfach mehr Anerkennung, haben mehr Abwechslung. Und am besten geht es natürlich, wen wundert es, Gymnasiallehrern. Die haben nämlich in der Regel den Vorteil, dass sie eine ausgelesene Schülerschaft haben. Und es soll Gymnasien geben, die sich von allen Schülern trennen, die da nicht reinpassen. Wir haben hohe Rückläuferquoten. Und dann haben die sozusagen ein ruhiges Umfeld. Funktioniert aber auch nicht mehr so ganz, jedenfalls in Stadtstaaten wie zum Beispiel Frankfurt. Da haben wir inzwischen auch im Gymnasium, 32 Nationen. Und vor allen Dingen prügeln die Eltern ja verstärkt ihre Kinder mit aller Gewalt aufs Gymnasium. Dabei könnten sie unter Umständen an so einer kreativen Schule wie der Alemannenschule viel besser gefördert werden und sozusagen auch eine innovativere Pädagogik kennenlernen. Wobei es natürlich auch innovative Gymnasien gibt, das möchte ich hier nicht beschreiben. Aber auf jeden Fall, wer den Lehrerberuf ergreift, wäre schlauer gewesen, wenn er Lokomotivführer gewesen worden wäre oder zum Beispiel Geschäftsführer. Da würde man auch mehr verdienen und hätte weniger Stress im Durchschnitt. So, jetzt, wenn man sich das mal anguckt, wenn man Lehrer fragt, woran liegt die ganze Misere, die sagen die Rahmenbedingungen. Ja, wir haben zu wenig Geld, wir haben zu viele Schüler, wir haben die falschen Schüler, die Gebäude sind veraltet und so weiter und so weiter. Nun zeigt die Schulqualitätsforschung zwar, dass das wichtige Faktoren sind, aber genauso wichtig ist die Kommunikation im Kollegium und eben die eigenen Verarbeitungsmechanismen. Also es gibt Schulen, die unter sehr schwierigen Verhältnissen arbeiten, zum Beispiel da, wo auch meine ältere Tochter zur Schule ging, die offene Schule Waldau, auch eine Art Gemeinschaftsschule in Kassel, eine Reformschule.
Und da gibt es eine Kollegin, ihre Klassenlehrerin, die zitiere ich immer gerne, weil die so ein tolles Musterbeispiel ist, Frau Schwabe. Frau Schwabe, 65, sagt Herr Professor Buro, das Schlimmste, was mir passieren kann, ist pensioniert zu werden, weil es macht so einen Spaß, mit diesen verhaltensoriginellen Schülern im sozialen Brennpunkt zu arbeiten. Ja, ist sie normal? Wie kommt sie darauf? Sie ist eine Lehrerin mit Herz und Blut und sie hat ein salutogenes Führungsverhalten, das werde ich später erklären. Sie versteht die Anforderungen, es hat für sie eine hohe Bedeutung, dass alle Schüler einen Abschluss kriegen und bei ihr kriegen alle Schüler einen Abschluss. Und sie hat Techniken entwickelt, mit diesen schwierigen Situationen umzugehen. Das heißt also, der eigene Anteil ist auch ganz wichtig. Jetzt sind allerdings nicht nur Lehrer unter Druck, sondern wie der Chefarzt der Hamburger Kinderpsychiatrischen Klinik Schulte-Markwort in diesem Buch Burnout Kids schreibt, wächst der Druck auf Grundschüler. Wir haben eine wachsende Anzahl von Grundschülern, die in der dritten, vierten Klasse unter Erschöpfungsdepressionen leiden. Wie kommt das? Das liegt natürlich in hohem Maße daran, in unserem gegliederten System, wo wir viel zu früh trennen. International sind wir das einzige Schulsystem, das nach der vierten Klasse Schüler sortiert. Das ist eine wissenschaftlich bewiesen, völlig unsinnige Maßnahme. Und die stresst natürlich besonders Kinder in Ländern wie Bayern, wo der Notenschnitt knallhart ist. Wenn ich nicht, ich weiß jetzt nicht, 2,0 oder so Dingens habe, dann ist der Zug gelaufen. Dann habe ich keine Chance mehr, aufs Gymnasium zu kommen. Dabei wissen wir, dass Kinder Entwicklungszeit brauchen. Und allerdings ist das ein Charakteristikum unserer gesamten Gesellschaft. Es wurde neulich eine Umfrage letzte Woche über Arbeitnehmer gebracht und gefragt, wie viele sich gehetzt fühlen. Also 60% fühlen sich dauerhaft gehetzt in ihrem Job. Und nicht von ungefähr ist auf Platz 1 der Spiegel-Bestsellerliste seit einiger Zeit immer von Wilhelm Schmidt, dem Philosophen, das Buch Gelassenheit. Also die Leute kaufen wie blöde Gelassenheit, lesen Gelassenheit, sind aber anscheinend gehetzt. Und tun auch nicht viel dafür, diese Hetze abzubauen. So, im zweiten Teil, also im ersten Teil haben wir uns gefragt, wie ist das gekommen, dass das Glück aus der Schule verschwand? Und die zweite Frage war dann, wie kommt das Glück wieder in die Schule hinein? Und da haben wir verschiedene wissenschaftliche Theorien und so weiter beschrieben. Und daraus bringe ich jetzt ein paar Stichpunkte. Die Frage ist, was befähigt eigentlich zu Spitzenleistern? Man würde ja erstmal sagen, der Intelligenzquotient ist entscheidend. Aber nur jeder siebte Hochleister ist auch hochbegabt. Entscheidend ist die 10.000-Stunden-Regel. Also Sie können in fast jedem Bereich Spitze werden, wenn Sie 10.000 Stunden investieren. Ich habe das in Wien vom Verband der Musiklehrer im Vortrag gehalten. Da waren 800 Musiklehrer im Raum. Da habe ich gesagt, ich sage Ihnen jetzt mal, warum Sie Musiklehrerinnen und Lehrer geworden sind. Ganz einfach, Sie waren faul. Ganz klar. Weil an meiner Hochschule, der Hochschule der Künste, an der ich 10 Jahre gelehrt habe in Berlin, da haben zwei Wissenschaftler eine Untersuchung gemacht zu der Frage, wie wird man weltbeste Violinistin? Alle haben mit 4, 5 angefangen zu fiedeln, aber es gibt einen kleinen Unterschied. Mit 8 Jahren haben manche 2 Stunden die Woche geübt und manche 10 Stunden. Und mit 10 Jahren haben dann manche 15 Stunden die Woche geübt und manche 4. Und Sie, die Sie Musiklehrerin gehören, Sie gehören zu denen, die weniger geübt haben. Die frohe Botschaft bei der ganzen Geschichte ist, Sie müssen gar nicht überragend begabt, talentiert sein. Sie müssen sozusagen nur Ihr Ding finden. Also mach dein Ding, Udo Lindenberg. Also etwas, was mir liegt, wo ich begeistert bin. Denn sonst übe ich ja nicht so viel. Und hier ist der Punkt, wo das Talent liegen kann. Die Frage ist nämlich, warum manche Kinder so viel üben. Die sind gar nicht zu bremsen und andere, die kriegt man gar nicht dazu. Da könnte also die Quelle von Talent sein. Aber auf jeden Fall, das zeigt auch Herr Ruch von der ETH Zürich, der hat ein tolles Portal, Charakterstärken.org, da können Sie raufgehen und da können Sie eine Dreiviertelstunde Fragen beantworten und dann kriegen Sie Ihr individuelles Charakterstärkenprofil. Wir stellen die Folien ins Netz, da kann man nochmal nachgucken.
Da finden Sie ein individuelles Stärkenprofil und die Forschung zeigt, Charakterstärken sind wichtiger als Intelligenz. Also ganz fröhlich mit meinem bescheidenen IQ konnte ich Professor werden, weil ich ziemlich viel, ja, was ich ziemlich viel habe, werde ich gleich sagen. Dann ist das Problem ist nämlich beim Talent. Sie können Talent ganz schwer erkennen. Und bei Spitzenathleten hat man festgestellt, die Spitzenathleten waren Sampler. Sampler sind Ausprobierer. Also Leute, die mal da ein bisschen mal das probieren, das probieren. Und wenn man jetzt Glück hat, bleibt man irgendwo hängen und merkt, das ist meine Sache. Jetzt kommt aber die Schule. Ich frage oft, wenn Sie an Ihre Grundschulzeit denken, gab es da irgendwas, was Sie begeistert hat, wo Sie so richtig Lust hatten, das zu machen? Und dann ist die Frage, gab es einen Lehrer oder eine Lehrerin, die Sie erkannt hat und gezielt gefördert hat über 2, 3, 4 Jahre? Und die Antwort ist meistens 2/3 nicht. Und das ist das Problem unseres Schulsystems. Wir sind immer noch im Industrialismus, versuchen alle zur gleichen Zeit tendenziell. Und uns interessiert es überhaupt nicht, sozusagen, wohin es das einzelne Kind treibt. Aber da ist die Quelle sozusagen, um das Potenzial, ich habe vorhin von 10% bei PISA, um das Potenzial auf 26% oder vielleicht noch mehr zu erhöhen. Deswegen hat ja der Gerald Hüther geschrieben, in seinem Buch, jedes Kind ist hochbegabt, aber natürlich nicht hochbegabt, IQ 130, sondern hochbegabt. Also wenn es die entsprechende Förderung enthält. Jetzt sammle ich so schräge Typen, hier zum Beispiel Haruki Murakami, meines Erachtens der beste japanische Schriftsteller. Er sagt, von der Grundschule bis zur Universität interessierte mich nichts, was mir aufgenötigt wurde. Ich wusste, dass ich lernen musste und ich schaffte es auch immer noch auf die Universität, aber ich konnte mich für kein Schulfach begeistern. Das ist eigentlich ein Armutszeugnis. Fürs Lernen begann ich mich erst zu interessieren, als ich die formale Ausbildung hinter mir hatte und jetzt der Satz, wenn ich mich für eine Sache interessiere und ich ihr in meinem Tempo nachgehen kann, eigne ich mir Kenntnisse und Fähigkeiten ohne viel Mühe an. Und das ist eine Erfahrung, die Sie wahrscheinlich alle haben. Wenn Sie eine Sache interessiert, wenn Sie jetzt Englisch lernen sollen, was dann links nachher machen, das irgendwie und so. Aber wenn Sie in England sind und Sie verlieben sich vielleicht in eine Engländerin oder einen Engländer, sollen Sie, weil Sie innerhalb eines halben Jahres können Sie perfekt Englisch oder ziemlich gut. Das heißt, die Interessenorientierung ist der entscheidende Faktor. Und hier Henry Mankell, der Kriminalschriftsteller, der war mit 15, hat er zu seinem Vater gesagt, Papa, also was wir hier in der Schule machen, den ganzen Quark interessiert mich nicht. Ich muss nach Paris, da ist die Literatenszene und da mit 15. Das ist natürlich genial, dass er so früh sein Element entdeckt hat. Und der Vater hat natürlich einen Schock gekriegt, aber er hat Glück gehabt, der hat gesagt, okay, wenn es das ist, was du tun musst, ich unterstütze es. Ich könnte Ihnen jetzt auch die Story von Götz Werner erzählen, mit dem habe ich mal einen Interviewfilm gemacht. Götz Werner ist der Gründer von DM, dem größten Drogeriemarkt Europas und Anthroposoph. Der hat mit 16, sein Vater war Drogist, mit 16 zu seinem Vater gesagt, du pass mal auf, Abitur, nee, mache ich nicht, ich will Zahnpasta verkaufen. War die beste Entscheidung seines Lebens. Das heißt, die Lernwege sind viel unterschiedlicher, als wir uns das in unseren genormten, traditionellen, institutionellen Bahnen vorstellen. Und jetzt habe ich ja bereits gesagt, sozusagen, dass es wichtig ist, dass man eine Sache findet, für die man sich interessiert. Und ich habe dafür auch einen entsprechenden wissenschaftlichen Beleg gefunden. Sir Ken Robinson, ein englischer Theaterpädagoge, der auf YouTube ein tolles Video gesetzt hat, Changing Educational Paradigms, also die Veränderung der grundlegenden Paradigmen der Erziehung. Der hat jahrzehntelang analysiert, was zeichnet eigentlich Leute aus, die zu überragenden Leistungen in der Lage sind. Wobei das jetzt nicht normiert ist, also auch ein Straßenkehrer kann überragende Leistung bringen in seinem Bereich. So, und der entscheidende Punkt ist, Menschen sind dann erfolgreich, wenn sie ihr Element entdecken und wenn sie darin gefördert werden. Und auch das zeigt wieder, wenn ich in meinem Element bin, dann geht es mir ja gut. Ja? Dann bin ich im Flow, dann bin ich gar nicht zu bremsen, da will ich ja weitermachen. Ja? Da bin ich nicht zu stoppen, Sie kennen das. Maria Montessori hat das früh erkannt.
In dem Buch Kinder sind anders beschreibt sie ein Kind, das so ein Spielbrett hat mit, weiß ich, 40 unterschiedlich großen Löchern und dazu passende Figuren. Und es versucht, das jetzt zu komplettieren. Und das macht es einmal, fünfmal, zehnmal völlig versunken. Die heben das sogar auf eine Bühne, während sie es filmen. Das merkt das Kind gar nicht, weil es so mit der Tätigkeit verwoben ist. Und das ist Flow, oder sie nennt es Polarisation der Aufmerksamkeit. Und das entsteht immer dann, wenn ich in meinem Element bin. Und da ist Lernen nicht schwierig, sondern Lernen ist ein Bedürfnis. Und deswegen brauchen wir mehr Situationen, in denen Schüler individualisiert an ihren Themen arbeiten. Und was dann passiert, das hat der unansprechliche Mihaly Csikszentmihalyi, der Kreativitätsforscher, ich habe lange trainiert, gesagt, Menschen haben immer dann ein Leistungsoptimum, wenn sie eine Anforderung haben, die leicht über ihren Fähigkeiten ist, aber nicht zu hoch. Wenn sie zu hoch ist, steigen sie aus, dann sind sie frustriert, dann machen sie nicht mit und das machen 20% der Schüler dauerhaft. Das sind die, die dann im PISA-Test auf der untersten Niveau landen. Die werden nicht erreicht. Und der andere Teil, wer sich langweilt, steigt auch aus. Das ist auch ein Problem. Und jetzt ist die Schwierigkeit, wenn Sie 30 verschiedene Schüler mit völlig individuellen Profilen haben und die wollen Sie mit einem akademisch-kognitiven Konzept, nämlich die Wissensbelehrung, wie die Transitionsschule funktioniert, belehren, insbesondere wenn die in der Pubertät sind, dann werden Sie die kaum erreichen. Und dann haben Sie viele, die da sitzen und viele, die da sitzen. Und das ist ein Riesenproblem. Und die Frage ist, wie kann man das ändern? Jetzt gibt es einige, die unter diesen Schwierigkeiten durchhalten. Und da hat eine amerikanische Psychologin, die Angela Duckworth, hatte folgende Aufgabe. In Amerika gibt es ja diese fürchterliche West Point Militärakademie, wo die Jungs mit einem harten Drill auf das Kriegswesen vorbereitet werden. Und da brechen, ich glaube, 60-70% ab. Und jetzt wollten die aber vorher wissen, kann man voraussagen, wer durchhalten wird oder nicht. Und es gab keinen Test, der funktioniert hat und Frau Duckworth hat einen gefunden. Die Frage war, ist es der IQ, Intelligenzquotient? Muss sie enttäuschen, es gibt ja die berühmten Termiten. Terman, der Intelligenzforscher, hat in den 20er Jahren eine Kohorte mit Kindern mit einem IQ über 130 zusammengestellt. Die werden bis heute beobachtet. Wie haben die sich entwickelt? Durchschnittlich. Es gab zwei, die hat man rausgenommen, weil die einen zu geringen IQ hatten, nämlich 122. Die haben einen Nobelpreis bekommen. Also der IQ allein ist es nicht. Die zweite Ebene ist soziale Herkunft. Wir haben einen ehemaligen Bundeskanzler, Sohn einer alleinerziehenden Putzfrau, also aufgewachsen in schwierigsten sozialen Verhältnissen, sogar unter Armutsbedingungen. Der ist heute Chef von Rosneft, dem größten Ölkonzern. Mag man bewerten, wie man will. Aber es zeigt, soziale Herkunft kann man anscheinend auch überwinden. Und das dritte ist Talent. Wir kennen jede Menge Leute, die Talent haben, aber nichts draus machen. Was ist der entscheidende Faktor? Es ist nicht IQ, nicht soziale Herkunft, nicht Talent. Es ist eine Mischung aus Ausdauer und Leidenschaft. Und Frau Duckworth nennt das Grit. Jemand hat Grit und ich würde sagen, das ist etwas, was ich habe, sonst wäre ich nicht Professor geworden. Ich bin nämlich auch mal sitzen geblieben in der Latein 6 in Baden-Württemberg. Da wurde man nämlich nicht, weil Latein war nur echt nicht mein Ding, das ist auch heute nicht. Und wird es auch nie werden. Und, aber mich hat das nicht klein gekriegt, sondern für mich war das ein Ansporn. Aber andere macht es klein. Also die Frage ist, man muss gucken, weil ich eben immer Themen hatte, die mich interessiert haben. Und weil ich das Glück hatte, dass ich auch Lehrer hatten, die mich darin unterstützt haben und die das erkannt haben. Und die Frage ist, wie dieser Grid-Test, den können Sie im Netz nachgucken. Das sind ganz einfache 10 Fragen und mit denen kann sie zu 80% voraussagen, wer durchhält und wer nicht. Also neue Ideen halten mich manchmal vom Vorhin ab, von Rückschlägen lasse ich mich nicht so entmutigen und so weiter. Und mein Grid-Score, also 0 ist kein Grid, 5 ist spitze, ich habe immerhin 4,09 erreicht. Also Sie können diesen Test
auch mal selbst machen. Und vielleicht machen wir jetzt hier einen kleinen Schnitt, mal eine kleine Pause, 15 Minuten. Sie können sich die Frage nochmal angucken und sich überlegen, ob Sie Grit haben. Und dann machen wir um 20.15 Uhr weiter. Gut. Haben Sie Ihr Grit rausgefunden, Ihren Grit-Faktor? Okay. Jetzt eine wichtige Frage zu Anfang. Das sind holländische Tulpen. Wenn Sie die kaufen, machen Sie nichts falsch. Die sind echt super, jede gleiche Qualität. Die Frage ist, möchten Sie eine dieser Tulpen sein? Ist jemand von Ihnen so eine Tulpe? Ich kann Ihnen sagen, 60% der Lehramtsstudierenden, die unsere Universität verlassen, verlassen sie als Tulpe. Die haben also ein Lehramtsstudium hinter sich und kommen dann zu mir und sagen, Herr Professor Boro, ich habe da Prüfung, können Sie mir mal ein Thema nennen? Dann sage ich, wieso soll ich Ihnen ein Thema nennen? Sie haben doch studiert, gibt es irgendwas, was Sie mir mit Begeisterung, Energie und Leidenschaft darstellen wollen, wo Sie zeigen, was Sie drauf haben? Dann gucken die mich an, als ob ich irre bin. Ihre Kollegen haben so Listen. Dann sage ich, was für Listen? Naja, Listen mit Prüfungsthemen. Ach so, Sie meinen, ich sage jetzt Inklusion, Binnendifferenzierung, Reformpädagogik. Dann gehen Sie nach Hause, lesen sich ein bisschen was durch, kommen wieder und erzählen dann, was auswendig gelernt ist. Dann sagen die ja, dann sage ich nein. Und dann sind die irritiert. Und der amerikanische Sozialwissenschaftler Howard Gardner, der hat mal untersucht, welche Intelligenzen es eigentlich gibt. 8,5 Intelligenzen deshalb, weil es nicht so ganz exakt ist. Und ich würde Sie jetzt mal fragen, wer von Ihnen hat denn einen Schwerpunkt in sprachlicher Intelligenz? Mal bitte Finger hoch. Wer würde sagen, ich habe so ein Händchen für sprachliche Intelligenz? Wer hat was in Richtung logisch-mathematische Intelligenz? Ja. Wer hat denn musikalisch-rhythmische Intelligenz schwerpunktmäßig? Aha. Wer hat bildlich-räumliche Intelligenz? Ja, körperlich-kinästhetische Bewegungskanal. Ja, wer liegt denn in der naturalistischen Intelligenz, also Sensibilität für Naturphänomene? Das ist jetzt wieder ganz typisch, da werden sich immer am wenigsten, wahrscheinlich haben wir deswegen so viele Umweltprobleme, da scheinen wir nicht so eine große Intelligenz zu haben. Wie sieht es mit der interpersonellen Intelligenz aus? Oh, die ist verbreiteter. Und intrapersonelle Intelligenz? Ja. Und schließlich spirituelle oder existenzielle Intelligenz? Ich habe das neulich in Linz auf einer katholischen Priesterakademie gefragt, da hat keiner den Finger gehoben. Aber wir wissen, we always teach what we have to learn. Also da, wo wir Probleme haben, da sind wir auch besonders lernfähig. Also kann das günstig sein. Aber warum zeige ich Ihnen das? Wenn Sie eine Schulklasse haben mit 30 Kindern, dann hat ja kein Kind diese Intelligenz in Reinkultur. Sondern das sind lauter unverwechselbare individuelle Mischungen. Und die versuchen Sie jetzt mit einem akademisch-kognitiven Konzept, was aus dem 18. und 19. Jahrhundert stammt, Descartes, cogito ergo sum, ich denke also bin ich, zu erreichen. Und das schaffen Sie nur bei ganz wenigen, bei denen das nämlich passt. Und Sie können sozusagen das nur erreichen, wenn der Unterricht personalisiert ist. Und wenn er individualisiert ist und wenn er stärker an die Potenziale ansetzt, weil Ihre Kinder, die sind ja noch nicht durch die Bildungsinstitutionen gegangen, die Kinder sind erstmal so eine Blumenwiese. Die sind ganz vielfältig und sind noch nicht auf Holland-Durchschnitt getrimmt. Allerdings zeigt Ken Robinson in einer Untersuchung, da wurde gefragt, wie viel Verwendungsweisen haben Kindergartenkinder für eine Büroklammer? Die haben durchschnittlich 20. Jetzt hat man geguckt, wie sich das entwickelt. Mit 10 haben sie noch vielleicht 8 und mit 16 2 Ideen. Was ist passiert? Sie sind zur Schule gegangen. Sie haben gelernt, es gibt eine richtige Lösung. Und der Vortrag, den Sie dazu hören können von Ken Robinson, heißt Do Schools Kill Creativity? Also zerstören Schulen Kreativität. Der ist 34 Millionen Mal abgerufen worden. Immerhin, scheint was Sinnvolles zu sein. Und in diesem Vortrag sagt er Folgendes.
Die Probleme liegen daran, weil unsere Schule für eine andere Gesellschaft entwickelt wurde, nämlich für das Zeitalter der Aufklärung und der industriellen Revolution. Und die Schule ist nach dem Muster der Fabrik organisiert. Schüler werden nach Alterskohorten sortiert, die fließbandmäßig vorrücken, wobei der Ausschuss in Anführungszeichen aussortiert wird. Im letzten Jahr in Deutschland 150.000 Schüler. Eine Maßnahme, die pädagogisch sinnlos ist und die 1 Milliarde Euro kostet, die man sofort für individuelle Förderung einsetzen könnte. Ken Robinson fragt, ist ausgerechnet das Produktionsdatum des Schülers das wichtigste Kriterium, ihn einzuordnen? Ist sein Produktionsdatum das wichtigste Kriterium? Denn Grundschullehrer wissen, wir haben in der ersten Klasse, in der Grundschule, Leistungsunterschiede von bis zu 3 Schuljahren. Das heißt, deswegen ist die Grundschule pädagogisch gesehen die innovativste Schule, weil die Grundschullehrerinnen gezwungen sind, mit dieser Vielfalt umzugehen. Die können nicht einfach die Schüler aussortieren, sondern sie müssen sozusagen sehen, wie kommen sie mit dieser Vielfalt klar. Aber natürlich stellt sich hier die Frage, und viele Grundschulen stellen sich die Frage, ist dieses Alterskohortenmodell überhaupt noch zeitgemäß? Oder wäre es nicht sinnvoll, altersübergreifend, altersgemischt und so weiter zu unterrichten? Das Standardmodell von Schule ist relativ gleich geblieben, allerdings die Lebensumwelt der Kinder hat sich radikal verändert. Kinder sind heute durchschnittlich, also 10-Jährige, 12-Jährige, 5 Stunden am Tag in den sozialen Medien, in den Netzen, im Internet. Und wenn die dann nicht richtig aufpassen können und sie haben das Pech, dass sie in Würzburg sind, dann hat ihr Kind eine dreimal so hohe Wahrscheinlichkeit, eine ADHS-Diagnose zu bekommen, wie zum Beispiel in Hamburg. Woran liegt das? In Würzburg gibt es Psychiater, die das gerne diagnostizieren. Wir haben 780.000 ADHS-Diagnosen gehabt, Tendenz steigen. Und jetzt kommt der Hammer, dann kriegt er eben 10 Milligramm Ritalin. Und ich sage der, weil von den 780.000 ADHS-Diagnosen sind 540.000 Jungen. Jetzt kann mir niemand erzählen, dass Jungen so viel ADHS-Anfälliger sind. In der 7., 8. Klasse haben die einfach ein wahnsinniges Bewegungsbedürfnis. Und die AOK hat gerade in der Studie gezeigt, wie lange sitzen Kinder heute am Tag so durchschnittlich, verstärkt natürlich auch durch die digitalen Medien, 9 Stunden. Das hat verheerende Auswirkungen auf Bewegung, Körperapparat, Übergewicht und so weiter und natürlich Konzentration. Deswegen hat zum Beispiel die Ulrike Kegler von der Montessori-Schule in Potsdam ein Gelände gekauft am Stehnitzsee und dort machen die 2 Monate im Jahr Unterricht mit Hütten bauen und dabei Mathe berechnen und so weiter ganz konkret. Und hier hat ein Schulleiter mal seine Situation skizziert in unserer Zukunftswerkstatt Abbau von Belastung und man sieht, was er macht. Er erzieht, wie man deutlich sieht. Nur was machen die hier? Die diskutieren. Der baut Flugmodelle, der beschäftigt sich mit modernen Medien und die machen Party. Also in der Klasse ist alles, was man braucht. Nur das kleine Problem ist, wenn ihr die nächsten 20 Jahre mit diesem Modell versucht, diese medienaffinen Schüler zu unterrichten, wird er zu den Burnout-Kandidaten gehören, weil das wird er nicht durchhalten. Und hinzu kommt, dass das Standardlernen in curricularisierten, normierten Bahnen ziemlich ineffizient ist. Es zeigt sich nämlich, die Hirnforschung Gerhard Roth aus Bremen, wie Lernen gelingt, 80% des Wissens, was nicht persönlich bedeutsam ist, haben sie innerhalb von 2 Jahren vergessen. Also die ganze Stoffhuberei ist völlig sinnlos. Es wäre viel wichtiger, weniger personenspezifisch und dann aber richtig gut zu machen und tiefenstrukturell. Und wir haben ja kompetenzorientierten Unterricht. Der große Irrtum ist, Wissen ist keine Kompetenz. Wir kennen Leute, die wissen ganz viel, sind aber völlig inkompetent. Kompetenz ist die Verbindung von Wissen, Haltung und Handlung. Wo wird in der Schule Haltung entwickelt? Und wo ist sozusagen, wir haben natürlich handlungsorientierten Unterricht, aber wir brauchen davon mehr und wir brauchen mehr in der Kombination. Und wir brauchen personalisierte Angebote. Und das heißt auch, dass wir in eine neue Phase der Pädagogik gehen. Ich habe vorhin gesagt, fast alles, was Kinder können, wenn sie in die Grundschule können, haben sie sich selbst beigebracht. Und der Reinhard Karl, der Filmemacher, hat mal gesagt, wenn sie das Laufen lernen nach dem Muster der Traditionsschule gelernt hätten, könnten sie vielleicht nicht laufen. Also
wir lernen jetzt mal laufen. Ja? Ich halte jetzt einen Vortrag über Laufen, ich zeige ein paar Filme über Laufen, wir schreiben 3 Tests über Laufen, ihr macht eine Zeichnung, wie man läuft und so weiter. Und dann nach 2 Monaten sage ich so, jetzt lauft los. Ist ein Problem. Also, und dieses informelle Lernen, das macht bis zu 70% unseres Lernens bis ins hohe Erwachsenenleben aus. Sie lernen ständig. Sie können gar nicht verhindern, dass sie lernen. Dann kommt das zweite Ebene, das ist das industrialisierte Lernen, das ist das systematisierte Lernen, was wir seit etwa 200 Jahren kennen. Und ich war vor einiger Zeit mit meiner älteren Tochter im Britischen Museum in London, fantastisch. Da gibt es einen Raum, das ist der King Albert Room. Und da ist das gesamte Wissen des 17., 18. Jahrhunderts in Schubladen sortiert und in Formaldehyd. Das war ein Riesenfortschritt, Wissen zu systematisieren, nach Fächern zu ordnen und so weiter. Aber wir leben nicht mehr im 17. Jahrhundert. Heute geht es um fächerübergreifendes Denken, um vernetztes Denken, um problemlösendes Lernen. Deswegen hat Finnland zum Beispiel zum Teil die Schulfächer abgeschafft, weil es darum geht, Zusammenhänge zu erkennen. Und da sind wir bei Pädagogik 3.0. Im Zusammenhang mit der Digitalisierung entstehen neue Lehrformate, wo es weniger darum geht, Wissen auswendig zu lernen, als vielmehr kompetent zu sein, im Meer des Wissens zu navigieren und sozusagen diese Formen zusammenzubringen. Und da geht es eben viel stärker um Potenzialentwicklung und Kollaboration. Wenn Sie das können, was alle können, sind Sie völlig uninteressant. In einer arbeitsteilig organisierten Gesellschaft geht es darum, dass ich was Besonderes kann. Wenn ich das kann, was alle kann, dann machen das die Chinesen. Zunehmend überholen die uns allerdings, weil die auch gelernt haben, dass es um Kreativität und Kollaboration geht. Jetzt haben wir mal führende Experten zusammengeholt in der Vorlesung und gefragt, was sind eigentlich die zentralen Trends, die die Schule in den nächsten 20 Jahren beeinflussen werden. Und da haben wir 7 Trends rausgefunden. Zunächst muss man sagen, Steve Jobs, der Gründer von Apple, ein verhaltensorigineller Schüler, der Schrecken seiner Lehrer, der sein Studium geschmissen hat, war seine beste Idee und 1976 für $1,800 seinen verrosteten VW-Bus verkauft hat und die Firma Apple gegründet hat. Auch das wieder ein Beispiel dafür, dass Lernen und Karrieren anders laufen, als wir es in unseren normierten Bahnen vorstellen. Der hat gesagt, the next big thing is education. Und wenn im Silicon Valley gesagt wird, the next big thing, das ist das nächste große Ding, dann heißt es, dass da Milliarden Investitionen sind in Lernplattformen, in digitales Lernen. Und das wird in den nächsten 5 bis 10 Jahren auf die Schulen zurollen. Also Digitalisierung ist der Megatrend. Alles, was digitalisiert werden kann, wird digitalisiert werden. Und wenn der Leiter des Krefelder Gymnasiums, Moltke-Gymnasiums, bei dem ich neulich eine Zukunftswerkstatt gemacht habe, stolz vor seinem Gymnasium steht und ein großes Schild mir zeigt, ein iPhone, durchgestrichen, dann muss man stolz und dann muss ich ihm leider sagen, sie sind nicht zukunftsfähig. Ihre Schüler sind 5 Stunden am Tag im Netz und die sind auch bald öfters im Netz als so. Und die finden da übrigens Lernvideos und manche Angebote, die besser sind als manches, was sie im Unterricht bringen. Der zweite Punkt ist, damit zusammenhängt, dass das Lernen personalisiert wird und dass die Lehrer eine neue Rolle brauchen. Und wenn sie nämlich das machen, was ich jetzt mache, nämlich frontale Belehrung überwiegend, natürlich brauchen sie auch Instruktionen, aber wenn sie das machen, können sie wegrationalisiert werden. Ob ich hier vor 100 Leuten spreche oder vor 10.000, macht keinen Unterschied. Kann man abbilden und Sie gehen heute mal auf TED, da haben Sie fantastische Vorträge, da werden alle blass. Das heißt, die Lehrer müssen eine Rolle kriegen, wo sie viel mehr Beziehungsfähigkeit, Lerncoaching, Schüler unterstützen, Potenzial entfalten. Damit zusammenhängt, dass wir in die Richtung Vernetzung gehen. Schule verliert ihren abgeschlossenen Charakter. Wenn Sie heute eine iPad-Klasse haben, dann sind Sie in der Welt. Sie können mit einer Nachricht eine Revolution starten. Sie können eine Firma organisieren. Sie können via Skype mit einer englischen Partnerklasse mit Native Speakern Unterricht machen. Das heißt, die Schule kehrt zurück in das Zentrum der Gesellschaft. Der Lehr-Lernraum wird sich verändern. Wir haben ja heute die Alemannenschule Wutterschingen gesehen. Die haben eine Dreigliederung. Da gibt es das Lernatelier, wo Schüler hingehen und selbstständig arbeiten, konzentriert in einem Großraum. Dann gibt es den Instruktionsraum oder Impulsraum, wo man sozusagen Instruktion bekommt. Und dann gibt es den Marktplatz, wo man in Teams arbeiten kann oder kooperativ arbeiten kann. Und das bedeutet, dass Schulen ganz andere räumliche Strukturen brauchen,
In der Großindustrie ist das bereits gegeben. Ich habe mit Braun Melsung einen Workshop gemacht zur Zukunft des Büros. Da wird keiner mehr solche Zellen mit langen Behördenfluren machen. Das ist vorbei. Damit zusammenhängt aber, dass nicht alles wird digital. In dem Maße, in dem wir vor solchen Schirmen sitzen, brauchen wir Bewegung, Gesundheit und so weiter. Gesundheit wird immer wichtiger. Demokratisierung wird zentral. In dem Maße, in dem die Medien Fake News verbreiten und so weiter, müssen Schüler kritische Urteilskompetenz bekommen. Und deswegen kann man sie mit den Handys nicht allein lassen, sondern man muss ihnen beibringen, wie sie kritisch mit diesen Dingen umgehen können und sie aktiv nutzen können. Und schließlich das Letzte, darauf werde ich dann nachher eingehen, ist die Glücksorientierung. Natürlich, damit habe ich ja gestartet, das Ganze muss natürlich dazu dienen, dass wir mehr Wohlbefinden haben. Und dazu will ich im Schnelldurchgang 7 Wege kurz benennen. Wir haben jetzt hier diese fantastische Alemannenschule gesehen, aber nicht jede Schule hat solche Möglichkeiten baulich. Und jetzt gibt es bei uns in Nordhessen den Werra-Meißner-Kreis, das ist der ärmste Kreis Deutschlands. Das heißt 40% Bevölkerungsrückgang, eine Gesamtschule aus den 60er Jahren, so ein runtergekommener Plattenbau, ein Kollegium, Durchschnittsalter 57, der Schulleiter 60, Hartmut Diegel, also ich würde sagen, das können Sie dicht machen. Der sagt, Kollegen, so geht es nicht weiter, wir müssen hier was ändern. Schülerzahlen gehen zurück, wir werden dicht gemacht. Dann sagen die, was willst du denn hier ändern? Du kannst doch hier nichts ändern. Daraufhin holt der Herold und Landherr, zwei Experten für selbstgesteuertes Lernen, die machen einen Wochenend-Workshop. Zwei Drittel des Kollegiums sagt, das geht bei uns nicht. Das bringt nichts. Der Schulleiter sagt, wer fängt an? Und das ist eine ganz wichtige Einsicht. Aus der Schulqualitätsforschung wissen wir, Schulleitungen sind viel wichtiger, als wir gedacht haben. Gute Schulen haben gute Schulleitungen und die können ganz viel bewirken. Der Diegel sagt, wer fängt an? Der 7. Jahrgang erklärt sich bereit. Die machen das 3 Jahre. Und Diegel macht Folgendes, er macht eine Öffentlichkeitskampagne bei den Sparkassenfilialen, eine Ausstellung über die Lernmodelle seiner Schule und geriert dadurch Unterstützer. Nach 3 Jahren sagen die Kollegen, wir wollen alle so arbeiten, hängen Türen aus, machen Lerninseln in den Gängen und so weiter. Dann sagt der Diegel, ja, aber mit dem Schulgebäude, das geht doch gar nicht. Das ist völlig veraltet hier, der ganze Kram. Ihr geht zum Schulträger, der Schulträger sagt, ne, hören Sie mal, wir stehen unter Zwangsverwaltung. Sie können Farben haben und dann mit den Eltern ein bisschen pinseln. Sagt er, nee, so geht das nicht. Nimmt die gesamte politische Spitze und den Schulträger in den Bus und fährt nach Herford. Warum nach Herford? In Herford gibt es die fraktale Schule. Das ist ein Schulmodell, wo das beispielsweise umgesetzt ist. Daraufhin sagen die, oh, wenn unser Kreis eine Zukunft haben soll, brauchen wir sowas. Vor 3 Jahren bin ich zur Eröffnung des Umbaus und hier sieht man, was die gemacht haben. Die haben also ein Traditionsgebäude mit relativ einfach, aber viel Glas mehr rein, Wände versetzt und so weiter. Und dieses Beispiel zeigt mit relativ, also Veränderung findet immer durch wenige statt. Es sind immer die wenigen, die eine tolle Idee haben, aber die müssen sie so attraktiv verpacken und müssen so eine Unterstützungsszene entwickeln, dann ist auch in unmöglichen Verhältnissen plötzlich ganz viel möglich. Die zweite Ebene ist die Macht der guten Gefühle nutzen. Die Barbara Fredrickson, eine der Begründerinnen der positiven Psychologie, die hat eine Theorie entwickelt, die Broaden-and-Build-Theorie. Und das heißt, da zeigt sie, positive Gefühle erweitern unseren Verhaltensspielraum. Wenn Sie auf jemanden positiv zugehen, ist der einfach gleich viel offener, als wenn Sie sozusagen mit Kritik rangehen. Positive Emotionen öffnen unsere Herzen und unseren Geist, sodass wir empfänglicher und kreativer werden. Und positive broaden auch sozusagen uns, sie erweitern unsere Handlungsgrundlagen. Wenn Sie sozusagen, wenn wir eine Schulinspektion machen und wir gucken mal, was können Sie, da werden Sie sofort offen sagen und sagen, oh ja, im Prinzip entdecken Sie, was Sie alles können. Wenn ich aber sage, Sie sind aber wie in England in der Schulinspektion, da gab es die Kriterien Excellent und Pur. Wenn Sie Pur kriegen, dann sagen Sie, für den Laden mache ich nichts mehr. Denn es ist ein großer Irrtum, dass Sie sich bei Ihren Schwächen weiterentwickeln können. Sie können sich nur bei Ihren Stärken weiterentwickeln. Und deswegen müssen wir viel stärker auf die Stärken gucken. Und die Fredrickson hat herausgefunden, Sie brauchen einen
Quotienten von 3 zu 1. Sie brauchen 3 positive Rückmeldungen auf eine negative, dann kommen Sie in eine Aufwärtsspirale. Wenn das umgekehrt ist, kommen Sie in die Depression. Und wenn Sie jetzt einen Schüler am unteren Ende des Leistungsspektrums sehen, wie viele positive Rückmeldungen kriegt er am Tag? So gut wie keine. Und deswegen macht er nichts mehr. Deswegen ist er in dem Flow-Kanal da oben beim Aussteigen. Übrigens hat das auch einen ganz praktischen Nutzwert für Ihre Beziehung. Wenn in Ihrer Partnerschaft das Verhältnis umgekehrt ist, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine Trennung innerhalb des nächsten Jahres erleben, 70%, laut dem Paarforscher Gottmann. Also 3 zu 1 ist eine Erfolgsregel, 3 positive Rückmeldungen auf eine negative. Und jetzt gibt es noch eine interessante Untersuchung von der amerikanischen Psychologin Carol Dweck. Die hat nämlich untersucht, wie wirken Lehrerurteile. Und wenn Sie jetzt einem Kind sagen, das ist aber ganz schlecht, was du gemacht hast, ja, dann haben Sie das Kind zu den 20% sortiert, weil das hat dann keine Lust mehr. Wenn Sie aber sagen, du hast es beinahe geschafft, dann fördern Sie eine wachstumorientierte Einstellung. Das klingt jetzt so simpel. Die Dweck hat das in den Riesenstudien belegt. Wenn Sie mit so einer Intervention arbeiten, dann fühlt sich der Schüler herausgefordert und wird ermutigt, weiterzuarbeiten. Ja? Also es sind relativ einfache Dinge, eine Formel 3 zu 1, Ermutigungsstrategien. Und das betrifft auch das Lehrerkollegium. Ich habe das ja bereits genannt. Wenn wir Schulentwicklung machen, dann sagen wir nicht, was läuft hier schief, sondern ich sage immer, Sie sind fantastische Kollegen. Sie machen eine tolle Arbeit, aber nicht jeden Tag. Und wir gucken uns jetzt mal Situationen an, wo Sie richtig gut sind. Und das schreiben die auf ein Blatt, ein Symbol dafür, ein Wort, die Kernelemente der Situation. Dann haben wir in einem Kollegium von 60 Leuten in 10 Minuten 60 Erfolgssituationen. Die bilden Gruppen, tauschen sich darüber aus und einigen sich auf 3 Erfolgsprinzipien und ein Hindernis, Losada-Quotient. Und was kommt dabei raus? Das ist hier das Kollegium der Montessori-Schule in Hofheim. Sie sehen hier ein Symbol, hier ist ein Logo und hier werden die idealen Situationen beschrieben. Die große Frage ist, warum lasse ich die malen? Hier muss man auch wieder die Hirnforschung bringen. Der Ernst Pöppel, mit dem ich mal zusammengearbeitet habe, der sagt, es gibt 3 Ebenen des Wissens. Das eine ist explizites Wissen. Das ist das Wissen, auf das wir in Schule setzen. Kognitives Wissen. Das ist ausgezeichnet geeignet, komplexe Zusammenhänge zu erfassen. Es hat aber ein kleines Problem. Würde ich jetzt einen Vortrag über gesunde Ernährung halten und würde hinterher einen Test schreiben, würden Sie eine super Note schreiben, weil Sie so gut zuhören. Würde ich aber ein Jahr später überprüfen, wer sein Ernährungsverhalten verändert hat, wäre ich erschüttert. Niemand. Kognitive Information führt nicht zu Verhaltensänderungen. Wir sehen das im Ökologiebereich, wir sehen das fast überall. Wir wissen, wie wir uns verhalten müssen, machen wir aber nicht. Information reicht nicht, Wissen ist keine Kompetenz. Und das zweite ist implizites oder Handlungswissen. Ich bin vor 10 Jahren das erste Mal seit Jahren wieder Ski gefahren, das kann ich. Also ich meine, ich komme die Berge runter. Und das vergessen Sie nicht. Und das dritte, das nennt der Pöppel bildliches oder Anschauungswissen. Im Verlauf unserer Biografie haben wir ca. 800 emotional tief berührende Erfahrungen gemacht. Und die steuern unser Handeln. Und wenn Sie Handeln verändern wollen, das wusste zum Beispiel der Trump, dann dürfen Sie nicht mit kognitiven Informationen kommen, sondern müssen Sie auf die Ebene der Bilder, der Emotionen. Weil Leute handeln über Emotionen. Und das ist der Grund, warum wir in den Zukunftswerkstätten die Emotionen freisetzen, indem wir die Leute ihre Visionen malen lassen und man merkt, es entsteht sofort eine völlig andere Atmosphäre. Das ist nichts gestellt, sondern das entsteht aus den Gruppen heraus plötzlich und das ist sozusagen der abgespaltene Teil der Institution. Also im Alltag sind wir rational und funktionieren, aber wenn wir den Raum öffnen, dann entstehen plötzlich solche Dinge. Und wenn man jetzt fragt, was sind denn die Erfolgsfaktoren, die große Größe der Buchstaben heißt, was am häufigsten genannt wird, dann sind das alles weiche Werte. Wir-Gefühl, Gemeinschaft, Vertrauen, Zusammenarbeit. Da liegen die Bedürfnisse. Aber wir haben in der Schule zu wenig Strukturen, um solche Rahmen zu schaffen. Wir versuchen, den Raum zu öffnen mit der Zukunftswerkstatt. Da gibt es 3 Phasen. Die erste Phase ist, wir gucken mal, wie wenn wir gut sind. Die zweite Phase ist,
Was würden wir tun, wenn alles möglich wäre? Und die dritte Phase ist, wie kommen wir dahin? Und dahinter, das geht auf den Robert Jung zurück, und dahinter steht folgende Idee. Unser normales Denken läuft so, wir gucken, was war in der Vergangenheit und verlängern es dann in die Zukunft. Sie haben eine einspurige Straße, die ist jeden Nachmittag dicht, also bauen wir eine zweispurige. Straßen ziehen Verkehr an, wir können auch eine vierspurige Straße bauen, und in meinem letzten Urlaub war ich in Los Angeles hier, 22 Spuren im Stau. Sie müssen nur durch den Frankfurter Raum fahren, was ich manchmal mache, oder durchs Ruhrgebiet. Das ist nicht zukunftsfähig. Das macht die ganze Umwelt kaputt und es ist auch nicht, bringt uns auch nicht voran. Das ist das Meer desselben Prinzip und unsere gesamte Gesellschaft beruht auf dem Meer desselben Prinzip. Und jetzt hat der Robert Jung schon in den 60er Jahren gesagt, wir müssen mal aufhören, linear zu denken, also immer Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft. Im Moment werden in Deutschland, in Hamburg, Berlin, München für Milliarden neue Schulen gebaut. Wenn die alle nach dem alten Modell gebaut werden, haben wir die Zukunft der Pädagogik vermauert. Wir müssten hier einen Schnitt machen und mal überlegen, wie würden wir denn Lernen gestalten, wenn alles möglich wäre? Würden wir wirklich einen rechteckigen Raum mit Bürgerkrankenhausfluren bauen? Ein paar Stühle reinsetzen, eine Tafel da vorne und eine Uhr stellen, die alle 45 Minuten klingelt. Sie dürfen 5 Minuten auf Toilette. Vergessen Sie es, das ist Massenpädagogik des letzten Jahrhunderts, das ist überholt. Und die Schwierigkeit ist, wie kommen wir auf neue Bilder? Wie kommen wir auf neue Bilder? Und da gibt es den Klaus Otto Scharmer vom Massachusetts Institute of Technology. Und der sagt, wir müssen fähig werden zum Lernen aus der Zukunft. Das heißt, wir müssen uns von den alten Mustern verabschieden. Er nennt das die Theorie U. Wunderbar. Der erste Punkt ist, wir müssen erstmal lernen, innezuhalten. Unser normales Muster ist Downloading, wie er das nennt. Also, Sie hören meinen Vortrag, dann sortieren Sie automatisch. Ja, das ist gut, das habe ich ja schon immer gewusst, das bin ganz meiner Meinung, das ist ja völliger Schwachsinn, also das passt ja nun gar nicht, woran denkt ihr und so weiter. Also, Sie versuchen, das, was ich sage, einzuordnen in Ihre Muster, aber Sie lernen aber nichts, weil Sie einfach nur Downloading machen, Sie holen das, was passt. Wir müssten hier offen werden, ihr nennt das Open Mind, und mal gucken, ja, vielleicht ist da was dran. Ich muss es gar nicht bewerten, einfach mal sehen, mal wirken lassen. Und dann kommt man zu der Ebene, wo man sich öffnet, Open Heart nennt er das, und nennt das Presencing, also hinspüren auf die auftauchende Zukunft. Welche neuen Bilder tauchen auf? Und wenn diese Bilder auftauchen, die muss ich entstehen lassen. Und dann kristallisiert sich das zu einem neuen Bild von einer neuen Schule, so wie die das hier in Wunderschön, die haben das versucht, ein neues Bild der Schule zu machen. Und dann baut man Prototypen und die erprobt man. Und diesen Durchgang, das ist sozusagen die Aufgabe, um zu neuen Dingen zu kommen. Wir müssen uns also von Mustern aus der Vergangenheit lösen und offen werden für den Reichtum einer entstehenden Zukunft. Und das Tolle ist, dass wir heute in der Situation sind. Also es gibt zwei Seiten. Man kann sagen, wir erleben ja im Moment autoritäre Verhältnisse, die Rückkehr zu ganz autoritären Formen. Und das sind die Modernisierungsverlierer. Die sagen nämlich alle jetzt, ach, es ändert sich alles furchtbar, ich will es festhalten, es war früher besser und so weiter. Aber wir könnten doch auch sagen, toll, alles wird unsicher. Das heißt, wir können alles gestalten. Ja? Und das ist die große Schwierigkeit. Alle sagten, das geht nicht. Da kam einer, der wusste nichts und hat es einfach gemacht. Und das ist der Punkt. Wir haben mit E.ON gearbeitet. E.ON ist der Atomstromkonzern. Jetzt werden die Netze im Moment bei uns in Nordhessen von den Bürgermeistern zurückgekauft, sind zurückgekauft worden. Und aus E.ON wird jetzt Energie aus der Mitte, bürgernah, ökologisch. E.ON hatte eine rote Farbe, aggressiv, kapitalorientiert. Und jetzt haben wir mit denen eine Zukunftswerkstatt gemacht. Wir haben die solche Bilder entstehen lassen. Open Mind, Open Heart, Open Will. Der Vorstand hat gemalt, geträumt. Die haben gedacht, sie spinnen, was soll der Quatsch? Aber innerhalb kürzester Zeit hatten wir dieses Bild. Und das ist die Zukunft des Energiekonzerns. Windräder, intelligente Netze, Solarpartner der Region. Und dazu gibt es einen Zukunftscode, modern, einfach, fair. Und das hat jetzt jeder Mitarbeiter und jetzt wissen die, dahin wollen wir.
Und ich glaube, Schulen brauchen so einen Zukunftscode. Wir haben das hier gemacht mit einem Berufsgymnasium in Luxemburg, was neu gebaut wird. Hier ist das alte Luxemburger Rathaus. Und die haben hier mal versucht darzustellen, wie sie sich vorstellen, also jetzt nicht konkret, so als Vision, die moderne Technik, Teamarbeit, Puzzle hier verbunden mit der Industrie, Ökologie und so weiter, aber auch ganz modern. Und der Zukunftscode von ihnen heißt kooperativ, innovativ, engagiert. Und das ist die Prüfregel. Wenn die jetzt was Neues machen, wird immer gefragt, ist das kooperativ, ist das innovativ, ist das engagiert? Schüler sind unterschätzte Schulentwickler. Hier sehen Sie Kinder aus einer Lüneburger Grundschule, die mit ihren Eltern die Schule der Zukunft geplant haben. Und ich habe eine Vielzahl solcher Bilder und da kommen immer solche Formen raus. Ein Zentrum, Marktplatz, den Sie ja hier auch haben, Rückzugsräume, alles in die Natur integriert. Es sind häufig solche Rundformen und die Schüler können sehr genau diagnostizieren, was in Schule schiefläuft. Diese hier, davor sitzen Lehrer und Eltern und ich sage gerade, ich möchte niemanden von euch scharf angucken, aber wie ihr uns manchmal behandelt, es ist Mucksmaus in Stille, hoher Lerneffekt und die Schüler entwickeln dann eben ihre Ideen, ihre Forderungen, was sie machen können. Und der Gedanke dahinter ist, die Weisheit der vielen zu nutzen. Das geht zurück auf ein Experiment von Sir Francis Galton, das ist der Begründer der Kreativitätstheorie und Neffe von Darwin, der ist um 1900 auf eine Viehauktion gegangen und da wollte er die Dummheit der Massen belegen und die Bauern mussten das Gewicht eines Ochsen schätzen und er hat die 783 Schätzwerte gemittelt und was kam raus? Exakt das Gewicht eines Ochsen. Ich habe das mit Günther Jauch in einer Fernsehshow nachgestellt. Das war allerdings problematisch, weil die erste Kuh hat das vor der Sendung das Studio zugeschissen und war nicht mehr zu bewegen. Und dann wurde nach Hürth mit einem Hubschrauber eine fernsehtaugliche Kuh eingeflogen. Und dann durfte der Fernsehkoch Horst Licher, das war der Experte, zweifelhafter Experte würde ich sagen, das Gewicht der Kuh schätzen und dann haben 4 Millionen Zuschauer per Tape geschätzt. Und was kam raus? Die 4 Millionen haben exakt das Gewicht der Kuh geschätzt. Und der Grund ist der, wenn eine vielfältig gemischte Gruppe von etwa 150 Leuten, die nicht durch den Vortrag eines Professors manipuliert wurden, wenn die über ein Thema, wo sie sich auskennen, schätzen, dann sind sie besser als ein Experte, weil es eine mathematische Regel, die Durchschnittswerte mitteln sich. Und ich ziehe daraus die Logik, wenn wir eine Schule entwickeln wollen, dann brauchen wir die Intelligenz der vielen, dann brauchen wir Lehrer, Elternvertreter, Schüler, Architekten, Politik, also wir brauchen eine repräsentative Mischung. Warum siegten die Spanier bei der Europameisterschaft 2008 und 2012? Weiß das jemand? Was war ihr Geheimnis? Tiki-Taka, genau. Netzwerkforscher haben das Abspielverhalten untersucht und haben eben festgestellt, hier die deutsche Mannschaft, damals, sie haben es inzwischen gelernt, ja, da gibt es 1, 2, 3, 4, 5 Drecks, die schießen sich immer einen Ball zu. Die Dicke der Balken zeigt, wie oft der Ball hin und her geht, aber sie sind Autisten, weil hier gibt es ein paar, die würden gerne mitspielen, die kriegen aber nie einen Ball. Und die Spanier hatten ein ganz ausgewogenes Spiel und die Netzwerkforscher sagen, die Gesamtleistung der Mannschaft ist umso besser, je mehr Verknüpfung sie zwischen den Knotenpunkten herstellt. Und das ist übrigens auch ein Grund, warum leistungsgemischtes Lernen sehr sinnvoll ist. Weil wenn sie immer die Schwächeren ausschließen, dann kriegen die nie den Ball. Und dann haben die auch keine Chance hochzukommen. Und deswegen müsste Schule viel mehr gucken, was kann einer. Und nicht so sehr, was kann einer nicht. Lehrer müssten mehr Grünstifte haben als Rotstifte. Und der Witz ist ja, das, was ich nicht kann, muss ich ja nicht unbedingt lernen in der Arbeitsteilengesellschaft. Dafür kann ich mir Synergiepartner holen. Außerdem muss ich auch nicht alles kennen. Kleine Fußnote noch, es gab ja die TIMSS-Studie. Da hat man die Mathematikleistung von Abiturienten untersucht. Wissen Sie, wie viel Prozent der Abiturienten nicht mal das Niveau der 9. Klasse erreichen? 70%. So, und dann hat man... daraufhin haben die Kultusminister Mathe in der Oberstufe verpflichtend gemacht. Geniale Maßnahme. Jetzt hat man letztes Jahr den Test wiederholt. Wie viel Prozent der Abiturienten erreichen das Niveau nicht?
69%. Verstehen Sie, das ist Schwachsinn. Man kann Leute nicht zu etwas zwingen, was ihnen nicht liegt. Ich sage nicht, dass sie nicht Mathematik lernen sollen, aber denen reicht ein Basiswissen. Und die, die so richtig gut sind, die müssen sich mit dem Durchschnittskram beschäftigen. Meine arme Tochter, die super gut ist in Kunst, die muss einen Durchschnittsunterricht ertragen und den Rest der Zeit sind wir von der Mathe-Nachhilfelehrern unterumstellt, wird aber nie damit was machen. Eine Schule, die das wunderbar erkannt hat, ist die IGS Göttingen, eine integrierte Gesamtschule. Die hat alle Schüler in Sechserteams organisiert. Also in jeder Klasse gibt es 5 Sechserteams, leistungsgemischt. Und die sind 5 Jahre zusammen und arbeiten sehr stark selbstgesteuert. Das können die auch, wenn die 5 Jahre zusammen sind in festen Teams. Das hat für die Lehrer eine irre Entlastung, weil wenn sie ein Problem haben, dann haben sie 5 Teamsprecher und nicht 30 Schüler. Und jetzt gab es allerdings einen Skandal, weil bei der Abitur hat diese Gesamtschule einen Abischnitt von 2,2 gehabt und die Traditionsgymnasien hatten 2,5. Die wollten das gar nicht glauben. Und das zeigt eben, eine intelligente Arbeitsorganisation kann dafür sorgen, dass Schulen auch mit nicht optimal ausgelesenen Kindern in dieser Logik Spitzenleistung haben. Und die hier Alemannenschule Mutterschule, soviel ich weiß, ist ja auch sehr gut abgeschnitten bei den Vergleichsstudien. Der Witz nämlich bei der ganzen Geschichte ist, dass überragende Leistungen eben aus Mischungen entstehen. Lennon McCartney, Steve Jobs, Steven Wozniak, Bill Gates, Paul Allen, die Comedian Harmonists, es sind immer Mischungen von unterschiedlichen. Wenn die alle gleich wären, wären die nicht so kreativ geworden. Ich komme zum vorletzten Punkt und werde dann schleunigst zum Ende kommen. Was jetzt eine große Chance ist, ist sozusagen sind die neuen Lehr-Lern-Plattformen. Das hier ist einer der Pioniere, Salman Khan, ein Hedgefondsmanager, ist auch ganz typisch. Innovationen kommen meistens nicht aus den Institutionen, sondern die kommen vom Rand. Und der Salman Khan hat sich geärgert, dass seine Nichte in Mathe über 5 kriegte. Und er dachte, die ist viel besser. Dummerweise wohnte er 500 Kilometer entfernt. Was hat er gemacht? Er hat sich ein Zeichentablet gekauft und hat kleine Clips gemacht, Lernclips. Also Sie sehen eine schwarze Fläche. Sie sehen einen bunten Stift, der hin und her läuft und hören seine sonore Stimme. Pythagoras. This is A, this is B, this is C. Stop. Repeat. This is A, this is B, this is C. Dann kommt eine kleine Übungsaufgabe. Wenn man die richtig hat, excellent, you're great. Wenn man sie falsch hat, no, stop, repeat. This is A, this is B, this is C. Und der hat ihr das geschickt, die ist super geworden. Irgendwann haben die gesagt, stell es nochmal ins Netz. Millionenmal abgerufen. Er hat seinen Job geschmissen, hat die gemeinnützige Khan-Akademie gegründet. Auf meinem Handy habe ich den gesamten Mathestoff in einer App, in 4000 kleinen Lernvideos. Aber nicht nur den Mathestoff, sondern den gesamten Schulstoff inzwischen. Der hat dieses Prinzip ausgebaut, ist kostenlos. Können Sie nachher sich sofort angucken. Khan-Akademie. Sie könnten sogar eine Klasse anmelden. Das Problem ist, die sind überwiegend erst auf Englisch, wird zurzeit übersetzt. Aber das Prinzip ist, dass der Schüler immer Aufgaben bekommt, die genau seinem Lernstand entsprechen und der Lehrer am Ende der Woche gucken kann, wer war wie oft drin, was hat er gemacht, wo hat er Schwierigkeiten. Das heißt, Lernen wird personalisiert. Das ist das Zeichen von der Khan-App. Hier in Mutterschingen gehen die ja in die Richtung. Ich habe die Schule ja heute zum ersten Mal gesehen, habe aber schon immer dafür geworben, weil ich auch einiges darüber gelesen habe. Und ich glaube, der Vortragszeit reicht jetzt nicht, das auszuführen, aber Sie können das nachlesen in diesen wunderbaren Büchern. Der Trend geht eindeutig hin. Jetzt muss er nur eins sagen. Sie kennen ja alle Herrn Spitzer, digitale Demenz. Oder jetzt gibt es sogar einen Herrn Lankau, Professor aus Oldenburg. Kein Mensch lernt digital. Wenn Sie mit diesen Sachen arbeiten, mit diesem Teufelzeug, liefern Sie Ihre Kinder der Datenprostitution im Netz aus, schreibt er warnend, mahnend. Also Ihre Kinder werden dement. Sie werden ausgeliefert und so weiter. Das ist natürlich alles Quatsch. Es geht nicht darum, dass die Schüler permanent im Netz sind. Es
geht darum, 20% des Unterrichts, wo man Sachen trainiert, übt und so weiter, mit Unterstützung digitaler Medien zu entwickeln. Aber viel wichtiger oder mindestens so wichtig ist eben die Entwicklung von Lebenskompetenz. Die Bertelsmann-Stiftung hat gerade wieder eine Studie rausgebracht. Was meinen Sie, wie viel Prozent der Abiturienten wissen nicht, was sie mit ihrem Abitur anfangen sollen? 60 sind sie hoch, aber 40. Ist doch dramatisch. Was haben die denn die ganze Zeit gemacht in der Schule? Ja, immer nur Wissen reingekübelt und nichts bei rum. Und deswegen hat hier der Ernst-Fritz Schubert, ehemaliger Berufsschulrektor aus Heidelberg, das Schulfach Glück gegründet und auch ein Institut. Es gibt eine Glückslehrerausbildung, es wird an 100 Schulen inzwischen unterrichtet als Wahlpflichtfach. War natürlich ein geschickter, ich habe mit ihm darüber ein Buch gemacht, Einladung zur positiven Pädagogik, war ein geschickter Zug, dass er das Glück nannte, aber es geht natürlich um Lebenskompetenz, es geht um Persönlichkeitsentwicklung, es geht um kreative Unterrichtsentwicklung und es geht um Schulkulturentwicklung. Eine gute Schule ist eine Schule, die in allen Bereichen nach ästhetischen Gesichtspunkten gestaltet ist. In allen Bereichen nach ästhetischen Gesichtspunkten. Und wenn Sie mal gucken, wie manche Schulen aussehen, katastrophal, schon wenn Sie da reinkommen, möchten Sie wieder rausgehen, wie es riecht, wie es aussieht und so weiter. Das ist sozusagen das Prinzip der Kulturschule. Und da sind manchmal ganz kleine Elemente, die eine Schule völlig umkippen. Ich bin ja im Bundesverband Kulturelle Jugendbildung, da prämieren wir einmal im Jahr eine Kulturschule. Und hier gibt es eine Gesamtschule in Hamburg, im sozialen Brennpunkt, die IGS Horn. Da ging nichts und dann sind die auf die Idee gekommen, sich mal einen Künstler zu holen. Wir haben sich einen Künstler angestellt und der hat mit den Schülern ein Cajon-Orchester gegründet. Und das hat dazu geführt, dass die einen Kulturtermin hatten, alle 4 Wochen das Horner Café. Und dazu sind dann bekannte Künstler, zum Beispiel auch Udo Lindenberg, gekommen, die umsonst Auftritte hatten. Und das Ganze hat dazu geführt, dass der ganze Stadtteil sich verändert hat. Die haben eine Schülerfirma gegründet, die das Zeug auch professionell bauen. Und diese kleine Intervention, mal einen Künstler in die Schule zu holen, was anderes zu machen, hat sozusagen die ganze Schule umgestülpt. Ja, und jetzt komme ich zum Ende. Alles das, was ich gesagt habe, ist nicht neu. Man hätte zum Beispiel John Locke 1693 zitieren können, ja, brandaktuell. Und da zeigt sich, die Pädagogik hat weniger ein Erkenntnis als ein Umsetzungsdefizit. Und das Ganze, Sie haben ja hier dieses Blatt mit den 3x3 oder können sich das noch nehmen. Das Ganze, würde ich sagen, kann man reduzieren auf 3x3 Prinzipien. Wenn Sie die berücksichtigen, wächst die Wahrscheinlichkeit, dass Sie eine gute Schule haben. Das eine ist die Salutogenese. Wenn der Matheunterricht meiner Tochter verstehbar wäre, würde es ihr gut gehen. Wenn er bedeutsam wäre, wenn sie wüsste, wozu sie das lernt. Und wenn er handhabbar wäre, dann würde es ihr gut gehen. Sie würde Kohärenzgefühl haben. Das hat der Antonowski herausgefunden. Unter Stressbedingungen werden sie gesünder, wenn die Dinge verstehbar, bedeutsam und handhabbar sind. Sieht aber im Moment anders aus. Ich fahre meine Tochter morgens ins Gymnasium. Sie hat 20 grüne Karteikarten auf dem Schoß und brabbelt vor sich hin. Und ich sage, was machst du? Sie sagt, ich lerne Physikformeln auswendig. Ich sage, du lernst im Zeitaltermobil, lernst Physikformeln auswendig. Die kann man auch googeln. Da sagt ihr, erzähl mir nicht sowas mit deinem professoralen Quatsch, du hast keine Ahnung. Ich muss das hier bringen. Aber eins sage ich dir, wenn ich die Arbeit geschrieben habe, mache ich nie wieder in meinem Leben was mit Physik. Das ist nicht salutogene Pädagogik, das ist Bankrottpädagogik. Und das ist aber für viele diese Abiturienten, die nicht wissen, was sie mit ihrem machen sollen. Die haben so eine Pädagogik erlebt. Und das Zweite ist auch noch einen kleinen Running Gag zum Schluss. Meine 6-jährige Tochter musste natürlich Klavier lernen. Professorenkinder müssen Klavier lernen, ich kann es nicht. Also haben wir einen super Musiklehrer organisiert. Es war eine Katastrophe, 2 Jahre Geld verschleudert, Zeit, Engagement, leichte pädagogische Überzeugungsarbeit, stärkere pädagogische Tricks, mittlere Gewaltanwendung, starke Gewaltanwendung. Sie hat nichts gelernt. Es war völlig umsonst und für mich totale Kränkung. Ich habe mal ein Buch geschrieben, Prinzipien erfolgreicher Erziehung, das liegt nicht dahin. Das habe ich geschrieben, als ich keine Kinder hatte. Jedenfalls, ist ein gutes Buch, ist ein gutes Buch. Hat aber nicht funktioniert. Und die
Eines Tages sagt sie, Papa, kauf mir ein Einrad. Ich denke, nein, jetzt haben wir schon so viel Spielzeug, ja, liegt alles in der Ecke. Okay, ich kauf's, das liegt in der Ecke. Halbes Jahr später, die Tür geht auf, sie fährt eine perfekte Pirouette, hat sich zwei Bierbänke geholt, ist 100-mal umgefallen, hat sich das Einradfahren selbst beigebracht und ist vor 2 Jahren beim Zirkus Flickflack vor 1000 Leuten mit ihrer Truppe in Kassel auf dem Platz aufgetreten. Warum hat sich dieses Kind das Einradfahren selbst beigebracht und bei diesem Lehrer nichts gelernt? Weil sie heimlich in meine wissenschaftliche Bibliothek gegangen sein muss und zielsicher die Selbstbestimmungstheorie von DC und Ryan gelesen hat. DC und Ryan sagen nämlich, das, was sie selbstbestimmt lernen, da sind sie nicht zu bremsen, das wollen sie. Ja? Selbstbestimmung ist die stärkste Kraft, die es gibt. Da haben sie Kompetenzerlebung, fahren sie Sinn und Zugehörigkeit. Also wenn sie ihre Kinder voranbringen wollen, erweitern sie altersgemäß und aufgabenbezogen den Raum für Selbstbestimmung, dann haben sie Kompetenzerlebung und Sinn und Zugehörigkeit. Und wenn sie eine Schule entwickeln wollen, gehen sie nicht hin und sagen, jetzt gucken wir mal, was hier alles mies läuft und machen solche Checklisten, sondern gehen sie hin und sagen, sie sind tolle Kollegen, sie sind eine fantastische Schule und wir gucken jetzt mal, wie sie sind, wenn sie gut sind. Und dann überlegen wir mal, wie können wir das noch besser machen? Was wäre unser Bild? Und dann machen sie aber ein konkretes Bild, nicht irgendeinen Satzfriedhof, den kein Mensch kennt, mit 3 Kernwerten. Und dann machen sie einen Umsetzungsplan und den machen sie aber nicht nach mehr derselben Vergangenheit, Gegenwart, Zukunft, sondern den machen sie von ihren Träumen, von ihren Wünschen. Und dann gucken sie, wie kommen wir in die Gegenwart davon. Und wenn sie das haben, dann wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sie sowas wie Bildungsglück vielleicht erfahren. Und das Ganze hier ist nicht neu. Man hätte Aristoteles befragen können. David Hume hatte auch so ähnliche Einsichten. Und das, was ich immer propagiere, was mir am meisten einleuchtet, stammt von Voltaire. Und das ist übrigens evidenzbasiert nachweisbar. Ich habe beschlossen, glücklich zu sein, weil es besser für die Gesundheit ist. Ich danke fürs Interesse. Ja, dann würde ich sagen, wir lassen das hier so zu lang jetzt noch mit dieser Sache. Gibt es jetzt noch Fragen, Anmerkungen, Kritik vielleicht auch? Könnte ja sein, dass das gar nicht so einigend war. Oder, genau, haben wir ein Funkmikro hier? Ja, dann habe ich noch eine ganz andere Möglichkeit. Ja, ob wir das hier nicht so verhindern? Ja. Geht sofort weiter. Wir sind hier ganz spontan. Ja, er macht es scharf. Vorsicht, scharfe Waffe. 1. Geht. So, wir wollen jetzt nämlich einfach Folgendes. Ich hatte hier gebeten, einen Satz, der Ihnen einleuchtet. Keine Panik. Ich gebe das Mikro einfach rum. Wer einen Satz nennen will, sagt ihn. Wer ihn nicht nennen will, gibt es einfach weiter. Überlegen Sie mal, hat Ihnen ein Gedanke an meinem Vortrag eingeleuchtet? Ich wäre echt happy. Also, das ist das erste Wort von hier vorne. Stärken, stärken. Das waren einige, aber ich glaube so am Schluss, dass man sich überlegen muss, wie soll die Zukunft aussehen, wie soll das Ziel sein, wie soll das Endresultat sein und von der Perspektive aus zu überlegen, was müssen wir dann jetzt tun. Ich habe beschlossen, glücklich zu werden. Du hast es beinahe geschafft, statt das ist falsch. Ja, du hast beinahe geschafft. Gutes Team. Gute Schulleitung ist wichtig. Selbstbestimmung. Personalisierung des Unterrichtes. Ausdauer und Leidenschaft.
Lernen aus der entstehenden Zukunft. Die Geschichte mit dem Einradfahren war sehr eindrücklich und ich glaube, das zeichnet es auch aus, das selbstbestimmte Lernen. Dieses drei positive Rückmeldungen auf eine negative, das fand ich beeindruckend. Wirksame Schulentwicklung, alte Muster lösen. Vielleicht auch mal in Stuttgart oben ankommen, Kultusministerium. Aus Ohr und Leidenschaft. Man muss dafür brennen, was man tut, auch Ausdauer und Leidenschaft. Wertschätzung finde ich ganz wichtig. Drei positive Rückmeldungen für eine schlechte. Ja, weniger Tulpen, mehr Visionäre. Wissen ist keine Kompetenz. Die Ausdauer und die Leidenschaft war sehr eindrücklich und damit auch die Neugier zu erhalten, die die Kinder offensichtlich haben, bis sie 6 Jahre sind und in die Schule müssen. Wenn das zu erreichen wäre, dass über die 10 und 20 Jahre ging, das wäre ein super Ding. Drei positive Rückmeldungen auf eine negative. Menschen sind nicht glücklich, weil sie erfolgreich sind, sondern erfolgreich, weil sie glücklich sind. Selbstbestimmung. Spitzenleistung ist ein Produkt tiefster Individualität. Frau Schwabe. Mach dein Ding. Auch die positive Rückmeldung. Du hast es beinahe geschafft. Ich habe gelesen, die Lust am Lernen entfachen. Ich denke, davor steht noch die Lust am Lernen nicht unterdrücken. Genau. Also mir ist wieder ganz klar geworden, dass es ganz wichtig ist, einem Professor zuzuhören bei so einem Vortrag, aber dass noch viel wichtiger ist, dass sie den Kindern zuhören, was die wollen. Weil das, Sie haben vorhin gesagt, Kinder sind die richtigen, auch die viel revolutionäreren Schulentwickler. Und auf die setze ich auch auf die nächsten Jahre. Kinder als Entwicklungsexperten. Die 7 Trends, also besonders der 7. Glücklich sein. Und die Sache aus Sicht der Zukunft versuchen zu fokussieren, was kann ich damit in der Gegenwart gestalten. So. Wobei diese eine Regel noch, da gibt es noch drüber nachzudenken, 3:1, ist ja auch nichts Statisches, definitiv nicht. Und muss die eine schlechte genannt werden, damit die Regel stimmt? Oder müssen es 3 sein? Ja, damit die Regel stimmt. Also da kann ich mir auch immer vorstellen, das hat etwas damit zu tun, ob ich Beziehungen zu den Kindern herstellen kann, dann vertragen die auch durchaus Kritik. Ja? Und ich glaube, eines der Hauptworte, die kam bei dir vor, ist, ich kann etwas erkennen. Das lässt, oder ich kann etwas nicht erkennen, das lässt immer noch den Spielraum von Erklärungen zu. Ich glaube, Beziehung steht im Zentrum. Ich glaube, wir beenden den Abend und ich danke Ihnen für Ihre Geduld, für dein Durchhalten. Das war ja schon der 2. lange Vortrag. Heute Mittag bist du mal kurzzeitig heiß gelaufen, das habe ich unter Stimme gesehen. Ricola hat's gerichtet. Und dann haben wir heute Abend hier auch jede Menge Begegnungen unter den Bürgern. Ich möchte ausdrücklich sagen, dass die Schulen auch, die jetzt noch hier sind, auch andere Schulformen, Schularten, bitte nicht irgendwie das empfinden als eine
wie stehen wir da? Bitte nicht, sondern ich weiß, es gibt sehr, sehr gut arbeitende, weiterführende Schulen. Das hängt auch immer am Lehrer, das hängt am Gesamtsystem auch, wie ist die Beziehung gestaltet, welche Ressourcen kann man greifen. Und ich glaube, dass man miteinander auch hier ganz viel voneinander lernen kann. Und ich glaube, das können die Gemeinschaftsschulen von den Realschulen, die Realschulen von den Gemeinschaftsschulen. Viele, viele Wegbereiter waren auch in den Werkrealschulen unterwegs. Wenn ich mich entsinne, wie viel Kraft und Energie viele Kollegen vor 6 bis 7 Jahren aufgebracht haben, um zu gestalten. Und ich möchte es nicht ein Gegeneinander so im Raum haben, sondern ein Miteinander und an alle appellieren, diese Fragen, die da sind, auch so zu formulieren, dass man miteinander ins Gespräch kommt und in Ausgrenzung. Und aus dem Grund danke ich dir, dass du da auch viel hier gebracht hast mit wissenschaftlichem Hintergrund. Wir greifen auf die Folien gerne zurück. Wir werden die auch irgendwie im Internet irgendwie zugänglich machen, sodass auch jeder mal reinschauen kann. Merci beaucoup für Ihr Dasein und fürs Mitmischen und sich trauen, zum Schluss auch was zu sagen. Gerne noch zum informellen Austausch und ganz herzlichen Dank dem Förderverein der Schule, die so tapfer und aufmerksam uns betreut und bewirtet haben. Dankeschön. Und dem Hausmeister, den Herrn Gerhardsen, der uns hier betreut hat. Genau, vielen Dank. Ich bitte um Merci.